So, Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Legend of Grimrock. Beim letzten Mal, wenn wir mal ganz rasten, damit er seine Krankheit doch kurieren kann. Beim letzten Mal haben wir den zweiten Round Key geholt, den einen Gem leider eingesetzt, den roten. Schade, dass wir den nicht behalten können. Theoretisch können wir jetzt wieder rausnehmen, aber ich weiß nicht, was er bringt. Ach komm, leck mich doch am Arsch, ey. Das kann doch nur ein schlechter Scherz sein. Nein! Ah, scheiße. Da ist ja der Letzte. Ach, ich bin auch manchmal Trottel, weißt komm her. Wurde abgebrochen beim Rumsliden. Glücklicherweise hat sich gerade nicht umgedreht, ich muss mich kratzen. Da ist er so nett gewesen und hat einfach mal gewartet, erstmal eine Weile. So, hier brauchen wir auf jeden Fall was zu fressen. Der hier braucht auch was. Kann ich gleich einen Lizard Steak mitnehmen. Wir haben so viele von den Steaks, also die brauchen wir nicht bunkern. Okay, ich muss hier hinten aber hin. Ich ganz kurz noch da hinten gucken. Weil da ist ja rausgekommen irgendwo, da ist ja der Schädel und da können wir mal gucken, was jetzt hier so schönes liegt. Wenn hier überhaupt was rumliegt. Ah. Ein Mole Jerky. Haben wir gerade was gefressen, dann kriegen wir schon wieder neues Fressen. Nun gut, das müssen wir jetzt auf die andere Seite wieder. Muss also doch den Gem drin lassen. Ansonsten kommen wir gar nicht mehr zurück. Merke ich auch gerade. So, der Gem funkelt total geil in dem Ding da drin. Sieht cool aus, ist rot. Cool, dann machen wir das jetzt erst. Naja, das war falsch gewesen. Vor allem war es doch so einfach. Okay, hä? Mich blöd? Ich hab's doch vorhin so easy hinbekommen. Ach so, andersrum, ne? Ist ja logisch. Ich bin ja auch ein Trottel. Das Inner Sanctum ist jetzt offen. Ach, Leute, Leute, Leute. Das kann ja was werden. Ich würde mir gerne noch mal kurz zur Ruhe legen. Meinen Magiern Mana gönnen. Und dann können wir wieder aufmarschieren zum inneren Sanctum weiter. Gut, reicht. Genug geschlafen, ihr Faulpelze. Nee, ich will noch nicht. Ah, das dachte ich mir schon, ihr Schweine. Oh mein Gott, die neuen Gegner. Na, ganz klasse Blitzmagier, weißt du? Und ja, komm, Elementare. Gönnt euch. Ah, ein Energieschild, okay. Das sind also Allgemeinmagier. Boah, die hauen rein, wirklich. Ohne Scheiß. 1000 Erfahrung. Holy moly. Aber die geben leider nichts, wa? Nichts an. Ich raste mal ganz kurz. Vielleicht hier mal ganz kurz. Vielleicht sollte ich mich, wenn der eine angreifen sollte, ist auch kein Ding. Aber da scheint keiner zu kommen. Oh, ich hasse sie. Ich muss doch irgendwo muss ich gegen die Viecher kämpfen. Das sind die, die mir die ganze Zeit einen Schrecken einjagen. Die sind auch nicht gerade schwach, muss ich sagen. Die sind wirklich Meister ihrer Magie. Das kann ich aber auch, Kollege. Ja, hier haben erstmal noch ein Schild, den man erstmal auflösen muss. Und dann kann man normal angreifen. 1000 Erfahrung, das ist echt nicht wenig.
Wer hat eigentlich das Pendant aktuell? Zum Leveln 86.000, 82.000, 89.000. Ich frage mich, der hat gar keine Gloves? Warum hat der gar keine Gloves an? Komm, hier nehmen die. Nee, geht ja auch nicht. Irgendwelche Gloves haben wir sicher schon weggeschmissen, die für die kleinen Magier gut sind. Ich höre noch einen. Dieses Kettenrasseln immer, das ist so ein Zeichen für die. Das sind sie hier, die Bösen. Oh, ich glaube, böse sind die eigentlich gar nicht. Dein Ernst? Bäh, Gänsehaut pur. Das sind aber keine Krabben, das sind auch keine Spinnen. Was zum Henker sind das dann für Viecher? Aber ich sehe gar keine Knöpfe. Das ist so krass, Alter. Wie komplex dieses Spiel ist. Das ist Wahnsinn. So hätte man langlaufen können in die Mitte, aber dann hätten sich hier drumherum Dinger gebildet. Ja, dachte ich mir schon, dass hier irgend sowas passieren könnte. Puh, okay, dann legen wir hier zuerst rein, würde ich sagen. Die netten Magier steigen hoffentlich nicht aus ihrem Dings raus. aus ihrem Podest hoch. Das wäre ungünstig. Ich glaube mal, hier wird es irgendwo einen Schalter geben, oder? Oder nicht? Na gut, dann halt nicht. Wo bin ich denn sonst hier? Wegen den zwei Bolzen, ja, ernsthaft? Ist ja traurig. Ein ganzer Raum für zwei Bolzen verschwendet. Das ist nicht so gut. Da hätte man mehr draus machen können, glaube ich. Aber ich werde nicht rummeckern. Nee, den Knopf drücke ich noch nicht. Leck mich. Den werde ich noch nicht drücken. Erstmal suchen wir nach anderen Knöpfen, die vielleicht noch gefährlicher sind. Also offensichtlich, die Knöpfe sind immer ganz böse. Nein, oder? Leckt mich am Arsch, also wirklich. Ja, der Dings ist echt gemein, muss ich sagen, der Schild. Boah, wirklich? Die Sau ist entkommen. Oder sie ist ausgewichen, sagen wir mal so. Okay, tot. Ja, die Teleporter haben natürlich direkt gleich zwei neue hergebracht und ganz klasse. Da freut man sich immer. Gute Erfahrung, muss ich sagen. Die sind sehr, sehr stark. Also, angreifen durfte ich von denen nicht lassen. Also, wenn du einen Kessel bist du tot. Also, die haben so unglaublich starke Magie. Da bringt es nichts. Obwohl ich theoretisch ein Feuerschild machen könnte. Schon mal. Alter, das kostet wirklich so viel Energie, wa? Ah, da. Da sieht man schon, was da hinten ist. Wenn man da reinläuft, weiß man dann, was da hinten ist. Und zwar eine Giftfalle. Der ist schon dummerweise reingelaufen. Da ist ja noch einer. Scheiße. Ich brauche einen Energietrank. Komm mal her, Kollege. Vielleicht soll ich den Energieschild erstmal damit killen. Bäm, 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 bäm und noch mehr bäm und leck mich am Arsch und Alter, die machen so unglaublich viel Schaden und halten auch, na okay, halt, viel halten sie nicht durch, wenn der Energieschild erstmal weg ist, dann halten sie nicht mehr so viel durch. Aber wenn der erstmal weg ist, dann muss er erstmal ein paar draufschlagen, so wahrscheinlich hat der 250, 300 Leben, der Energieschild. Ich denke mal, den kann man sogar selber casten, wenn man geskillt genug ist. Die Frage ist, was macht das Ding? Ich werde jetzt draufsteigen, ich werde mal aber ganz, okay, guck mal. Wir müssen warten, bis was passiert. Okay, einer ist vergiftet. Können wir doch stehen bleiben? Nothing happens, wa? Einen Stein drauflegen? Kann sein, dass sich in dem Dings hier hinten jetzt was gelöst hat. Oh, ich glaube nicht, dass das ja alles ist. Das kann ja nicht sein. Warum sollte? Wer? Ja, Käse. Also ich sehe da hinten... dahinter Spinnen. Na, no, da sind dahinter Spinnen. Ich weiß zwar nicht,
was das jetzt soll. Aber okay, dann lassen wir das einfach mal so. Laufen wir hier rein. Von meinem, der hat nicht mehr viel Energie, war. Doch, der ist voll, fast voll mit Energie. Und der hier? Auch. Cool. Okay, ein neuer Bereich. Nächste Eisentür, okay. Ach, Mann, das gibt's doch nicht. Eisentür. Item. Reinlegen. Irgendwas, was wir jetzt sicherlich gleich finden werden. Vielleicht so diesen roten Gem, kann das sein? Nein. So, nee, immer noch falsch. So, 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 so. Schauen wir mal, ob das was werden könnte. Ich werde ihn auf jeden Fall da mal holen. Gucken wir da mal. Da haben wir schon Kristall. Sehr schön. Kristall. Vielleicht habe ich den aktuellen Kristall auf der einen Stage einfach nicht markiert gehabt. Das kann auch sein. Ich werde aber ganz erstmal alles erkunden, bevor ich hier... Boah, das ist so ekelhaft, Mann. Ich würde es mal gerne eins nach hinten legen, weil direkt dran sind für mich an den Mauern. Da haben wir sogar... Oh, hier geht's nach unten. Tatsache. Ist ja Wahnsinn. Na, dann suchen wir erstmal Räume ab, würde ich sagen. Nach irgendwelchen Knöpfen... suchen wir erstmal die Wände ab, würde ich sagen. Suchen wir erstmal die Wände ab nach irgendwelchen Knöpfen. Hinter mir ist ja ein Teleporter. Da bin ich ja hergekommen, richtig? Da würde ich gerne den roten Gem gleich mitnehmen. Schauen wir mal, ob der vielleicht das was bringt. Kann ja auch sein. Also irgendein Item müssen wir reinlegen. Es muss ja irgendein spezielles Item aus vergangener Zeit sein, das irgendwie wertvoll ist. Deswegen denke ich mal schon, dass da der rote Gem reinpassen könnte. Gucken wir einfach mal, würde ich sagen. Müssen wir gucken, ob wir da irgendwie langkommen. Dann wieder zurück. Weil, wobei, eigentlich müsste das ja gehen, ne? Versuchen wir es einfach mal irgendwie. So, hier brauche ich den roten Gem. Ah, hier. Ja, war ich eigentlich jetzt da hinten, ne? Genau, ich würde hier reinkommen. Das könnte durchaus der Schlüssel dafür sein. Oh mein Gott, I'm so good. Ein Crockhorn-Langbow. Was haben wir hier noch? Die Wurfäxte. Das ist geil. Das ist ein Langbogen, Alter. 17 auf Missile Weapons. Attack Power 19. Speed 11. Naja, ich bin jetzt auch nicht so der Bogen-Fan, aber zumindest haben wir jetzt das... Rätsel wieder gelöst. Cool. Ja, da dachte ich mir schon irgendwie so, dass das aber da was sein könnte. Kristall. Und da hinten sind Mod. Licht an, bitte. Licht an und Action. Bah. Gänsehaut. So, dann gehen wir mal hinten lang, würde ich sagen. Komm mal, ihr Mistviecher. Oh, nee, oder? Komm. Lutsch mir die Kimme, ey. Achso, der ist vereist, wa? Alter, wie lange der vereist war? Da ist der Eisschild zumindest nur, der Ding schon, Alter. Die ganze Zeit nur eingefroren. Der Schild schon mal weg? Na, komm her. Wie? Wie zum Teufel hat er mich getroffen? Ich hasse diesen Schild. Au. Der tat sehr weh. Muss ich gestehen. Komm her hier. Komm her. Du sollst doch nochmal herkommen, du feiges Schwein. Mann! Der will nicht, wa? Ich hätte mich ja garantiert nicht in deine Spells reinstellen, du Arsch. Wow, das war, glaube ich, ein bisschen knapp, wa? Tausend Erfahrung. So heftig. Huh. Mann, Mann, Mann. Das war auch echt gefährlich. Ich glaube, lange kriegen wir wieder einen Albtraum. Wow. Okay. Der zerstörte Mechanismus beschützt das Portal. Von dem wir entkommen können, oder mit dem wir entkommen können.
Ich bin immer noch zu schwach, um mich zu bewegen. Aber ich bin sicher, du schaffst es. Ich muss meine Stärke wieder erlangen, dass wir beide zusammen entkommen können. Und Ruhe. Wahnsinn, also immer dann, ich denke, jetzt müssen wir wieder ein Albtraum kommen, kommt ein Albtraum. Oder diese Nachrichten, ist echt komisch. Schon das zweite oder dritte Mal jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Energie, weil ich glaube, die Magier kommen noch ein bisschen öfter. Weil ich mich aber frage, ob jeder jedes Mal 1000 Erfahrungen kriegt oder ob das insgesamt 1000 Erfahrungen sind. Weil ich glaube, es sind insgesamt 1000 Erfahrungen. Weil sonst hätten wir schon wesentlich mehr als, obwohl wir schon 87.000, das ist jetzt auch nicht so wenig, ne? Geht schon weiter runter. Ich würde aber sagen, wir machen ganz kurz eine Pause. Sehen uns dann im nächsten Part wieder von Legend of Grimmore. Das Spiel ist so unglaublich krass und komplex und was weiß ich alles. Und es geht so unglaublich lang, es ist so cool. Wir haben jetzt schon die nächste Tür nämlich wieder geöffnet. 8 von 10 Eisentüren. Die beiden letzten haben wir nämlich schon gesehen. Die sind ja hier oben irgendwo. Da haben wir zum Beispiel eine Eisentür mit einem Rätsel. Oh, was war denn da gewesen? Ich hab's schon wieder vergessen. Und hier irgendwo war noch eine mit der, genau, Round Key, Gear Key. Auf jeden Fall gucken wir mal, was wir so beim nächsten Mal wieder machen können. Und bis dahin, haut da rein, Leute. Bye, bye.